Wir hatten, glaube ich, sehr, sehr, sehr geringe Erwartungen. Wir haben wirklich vorher gedacht, boah, so ein Hörsaal-Slam in Münster, das wäre schon cool. Wenn wir da dann 400 Leute im H1 sitzen haben, dann ist der ja schon halb voll. So, das würde ja schon gehen, das wäre ein guter Anfang. Und was dann geschah, war unglaublich. Ja, also wir sind da wirklich recht bescheiden an die Sache herangegangen und haben gesagt, wenn wir diesen Saal überhaupt erstmal kriegen, und ja, wir dann mit, weiß ich nicht, halbvollen Rängen arbeiten, so für den Anfang wäre das schon ein ganz nicer Auftakt. Und als wir dann, weiß ich nicht, ich glaube nach 4 Stunden nach Erstellen der Facebook-Veranstaltung irgendwie schon das Fünffache von dem hatten, was überhaupt reinpasst, so, da war dann klar, okay, das kriegt eine andere Dimension. In der Tageszeitung sagen sie heute, dass in Afrika chronischer Wassermangel immer wieder zu Dürren, Seuchen und Hungersnöten führt. An mir ist das egal. Ich lehne mich zurück in meinen Rosenblüten-Schaumbad für die anspruchsvolle Haut ab 40, genieße Ruhe und Einsamkeit. Klingel und Telefon sind aus, hab mir ein Schälchen Oliven an die Wanne gestellt, eine Pulle Wein. Pause habe ich mir verdient, denke ich. Fühl mich pudelwohl, endlich alleine. Plötzlich geht die Badezimmertür auf. 2 Handwerker, ein Blaumann, eine junge Frau, ein alter Sack betreten das Badezimmer. Ich erschrecke, schlucke Rosenblüten-Badewasser. Unsere Erwartungen waren definitiv völlig übertroffen. Also ich kam überhaupt nicht klar, da muss man die Geschichte einfach kurz erzählen. Ich war im Urlaub in Holland, Marian hat die Veranstaltung erstellt, mitten in der Nacht, hat mich als Administrator hinzugefügt und ich sah morgens um 8 Uhr, krass, 50 Zusagen, so viel hätte ich gerne bei meinen Veranstaltungen schon irgendwie nach ein paar Stunden. Und dann dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo geht das hin? Und ich glaube, Marian kann dann besser beschreiben, was dann passierte. Ja, er rief mich irgendwann an und sagte, boah, wir haben schon 600 Zusagen und ich sage, wow, okay, aber hey, da fehlen ja noch 200, um den Saal voll zu kriegen. Ich glaube, das hat dann 5 Minuten später gedauert, dann klingelte das Telefon erneut und meinte so, und jetzt sind wir voll. Und ja, wie gesagt, das war der erste Tag und das waren die ersten paar Stunden und letztendlich waren wir ja bei, was weiß ich, knapp 4000 Zusagen, die dann aufgrund des schlechten Wetters sich dann doch nicht alle in die Eiseskälte gestellt haben. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, trotzdem, auch wenn wir es jetzt nicht durchgezählt haben, so an die 200 bis 300 Leute im Regen stehen lassen und verprellen müssen, weil es halt einfach nicht weiter ging. Den Kulissen war es sehr, sehr viel Stress und sehr anstrengend, gerade an dem Montag selbst, wie ich finde. Ich war seit morgens wirklich 9 Uhr super unter Strom. Als ich dann gesehen habe, okay, es läuft und die Leute kommen, es fing dann an zu regnen und ich dachte, nein, komm, warum ist das Wetter jetzt so überhaupt nicht wintermäßig und auf einmal so Regen, Kälte und vielleicht noch bald Schnee und keine Ahnung und dann war das echt so, nein, und jetzt kommt keiner. Aber dann kamen doch so viele und das war so schön und dann, ja, die Veranstaltung an sich war einfach, oh, ich zehre immer noch davon. Das Fazit fällt eigentlich relativ kurz und knapp aus, auch wenn das sehr, sehr schön geschildert war, das muss ich wirklich sagen. Machen wir nochmal. War geil, wir kommen wieder. Punkt. Auf jeden.
Es lebte einst ein Rittersmann, der war von edlem Geist, ein Burgfräulein, Blick, Fick, Fang, stark höflich und zumeist, ein gern gesehener Partygast, der kam nicht früher als um 10, dann feierte er die ganze Nacht und stand im Zentrum des Geschehens. Wann immer es zu gewinnen galt, wurden Orden häufig ihm verliehen, selbst das Königspaar, das lief sobald, ja, Diggi läuft bei ihm. Doch wie so oft stand ihm das Glück nicht unterm besten Stern, denn aus der Ferne Stück für Stück soll sich ein Unheil nähern. An einem schicksalhaften Tage, nach einer teuflisch feuchten Nacht, stellte jener Ritter sich die Frage, wie man Keuschheitsgürtel knackt. Denn zwar mochte ihn der König im Land voll Drachen und Magie, doch dessen Makel war ein wenig, naja, wie sagt man's, Prüderie. Beischlaf vor der Vermählung wurde mit Züchtigung bedacht, jede andersartige Regung sofort zum Henkersplatz gebracht. Der Ritter unterdessen operierte im Geheimen, beriet lesbische Mätressen oder erklärte schon den Kleinen, dass es viele Formen Liebe gibt, nicht nur zwischen Mann und Frau, Nebensache, dass er schwul war, denn vor allem war er schlau. Wir haben derzeit noch nichts, was wir wirklich terminmäßig ankündigen können. Wir können nur sagen, es wird eine Fortsetzung geben. Alles andere weiß ich nicht. Da müssten wir ganz schön mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn wir das bei einer einzigen Veranstaltung belassen würden. Und es wird eine Fortsetzung geben und wir melden uns da so schnell wir können. Genau, grob in einem halben Jahr. Das kann man verraten. Das ist geplant, halbjährlich. Yeah.